Leipzig. So Leute, wir sind in Leipzig. Guten Tag, willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich wünschte, ich könnte meinen Akzent ein bisschen besser machen, aber ich krieg's leider nicht besser hin, aber ich glaube, das reicht. Wir sind hier gerade am Marktplatz in Leipzig, Leute, und wir drehen heute. Was wir drehen, nämlich tatsächlich etwas für mein Joint-Format, meine eigene kleine TV-Show, wenn man das so nennen möchte. Your boy made it. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir treffen uns mit Kai Pflaume. Wir werden heute ein bisschen über Kai Pflaumes Karriere quatschen, wie Kai Pflaume angefangen hat, ins Fernsehen zu kommen, warum Kai Pflaume Fashion-Ikone und Fußballer gleichzeitig ist. Und werden, glaube ich, ein bisschen live tindern hier auf dem Marktplatz. Dieser Marktplatz übrigens, Kulisse verschiedenster Max Adlerson-Videos. Ich erinnere mich an diverse Ecken, wo das Wort Jägermeister und Goldkrone laut herausposaunt geworden ist. Ja, was soll ich sagen? Leipzig, eine sehr schöne Stadt. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Leo wird das Ganze ein bisschen behind the scenes mit der Kamera vergleichen. Wahrscheinlich, oder? Sag schnell. Verfolgen ist das Wort, ganz genau. Guck mal, da ist der Pinguin. Genau, Eisdiele Pinguin. Da hat Kai Pflaume nämlich angefangen. Da vorne steht schon ein Teil des Teams. Und ich würde sagen, jetzt wird abgekeckt, gelacht, gekichert und gegrinst. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt diesen wunderschönen Vlog-Kuss. Ich hatte gerade folgende Idee. Wir sind ja in Leipzig und Katja wohnt ja hier. Und da wir gleich Live-Tindern machen, wäre es doch eigentlich perfekt, wenn ich eine dementsprechend zugängliche Frau, bezeichne sie selber als Schlamm, finden würde. Und da ist sie natürlich dann auch die geeignete. Ich würde sie einfach jetzt mal anhauen und mal fragen. Du, liebe Katja, schau mal, ich bin ja hier gerade in Leipzig und ich drehe hier mit Kai Pflaume. Kennst du vielleicht, das ist der Handsome Boy aus dem Fernsehen. Ich dachte mir, wenn du Zeit hast heute, wir sind halt direkt in der Innenstadt hier, Pinguin heißt das Eiscafé, ob du vielleicht Bock hättest, für eine halbe Stunde sowas rumzukommen. Und ich glaube, das wäre extrem lustig und wir könnten eine Menge abkacken. Grüße gehen raus. Ja, schauen wir mal, ob sie Bock hat. So, ich mache mich jetzt hübsch, ich gehe jetzt in die Maske, weil ich habe nämlich den Bruder hier entwickelt extra für diese Show heute. Damit ich so ein Merkmal habe. Wisst ihr, das ist wie Oliver Pochers Mutter mal. Ich habe einfach Pickel im Gesicht. Grüße gehen raus. Ich habe heute schon selber was drüber gemacht. Siehst du das? Nee, ist nicht gut. Ist nicht gut, ne? Ja, stark. Stell dir mal vor, Leo, ich müsste das jeden Tag machen. Selber. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Das ist halt hier ein ganz normales Café und da vorne steht eine Gruppe von älteren Damen. Und die wollen hier unbedingt rein. Die haben jetzt auch schon mehrfach an der Tür gewackelt. Aber das Café macht natürlich erst um 9 Uhr auf. Das ist schön, das ist ganz interessant, weil Kai hatte hier nämlich früher seine ersten Dates und hat hier ein bisschen rumgefasht in der Stadt. Das Gute ist auch, ich bin jetzt verkabelt. Also kann ich jetzt auch pinkeln gehen, dass ich nochmal das hört. Das ist geil. Der Kakao hier ist sehr lecker. Nee, wir kommen nicht. So, jetzt geht's los. Sus. Da ist Kai Pflaume. Da ist Kai Pflaume, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Kai Pflaume, Leute. Oh. Hi, na? Morgen. Alles gut? Wie geht's? Grüß dich. Hi. Hi. Morgen. Ich wollte das so, mit den Rosen. Das ein charmantes Kai hat mir netterweise Blumen mitgebracht, Rosen, die mag ich am liebsten. Bin ja so ein kleiner Blumen- und Floristenliebhaber. Also ich liebe Floristen und auch Blumen. Und genau so, genau so. Viel Spaß. Darf ich reinkommen? In Leipzig, in meiner Heimatstadt. Hast du die Blumen mitgebracht? Ja, danke. Knapp ist nur eine. Leute, schaut mal, wir haben Schuhe designt. Kai, erklär mir, was hast du dir dabei gedacht? Ja, meine Aufgabe war ja, einen Schuh für dich zu designen. Ja. Ne? Und ich finde ja, du bist ja ein bunter Vogel. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich sehr viel Farbe drin. Ne? Dann hier so dass die Sachen, für die du stehst, also aus meiner Sicht. Ne? Fortnite, YouTube, Revi, Insta, Liebe. Liebe ganz, das bin ich. Ne? Liebe bin ich, ja. Ne? Ich bin ja Sonne. Drei Streifen gegangen. Ja, ja, ne? du bist komplett Adidas, ne? Genau, ich bin Adidas-Guy. Ja, keine Ahnung, ich habe einfach irgendwie drauf losgemalt und ich finde, das ist halt, wir haben auch diese Handyhülle hier zum Charity-Stream gemacht. Ich finde dieses Design schwarz-weiß-rot finde ich sehr cool, irgendwie mag ich sehr gerne. Würdest du ihn so tragen? Ja, ich würde ihn auch zusammen so tragen, ich finde das geil, das ist echt ein geiles Ding eigentlich, wenn man die zusammen so trägt, ne? Vielleicht kriegen wir die sogar echt verlost oder so, das wäre natürlich geil, ne? Geil. Ihr kannst ausmalen, Leo. Nö. Doch. Nee. Doch. Nee. Hast du schon mal ein Video aufgeführt gedreht? Sollen wir mal ganz kurz?
Schuhe an. Das sind ZX 4000 4D, eine spezielle Ausgabe. I want, I can. Das ist ja so der Claim von den ZX gewesen, als sie rausgekommen sind. Das ist eine geile Sohle, ne? Ja, und die, das ist hier diese 4D-Sohle, ne? Die ist ja so. Die ist ja ach krass, die ist komplett hohl von innen dann quasi, ne? Ach cool. Ja, da habe ich viele Stan Socks. Ja. Kino Jogger, die ist. Bequem, geil. Ja. Ja. Ja, ist auch cool, weil die unten so eng sind. Mhm. Da muss man die Hosen nicht pinrollen. Und umschlagen. Ja, du bist drin, ich merk's. Und ja, so ein Hemd. Also es ist sehr schlicht. Ja. Sehr basic, das ist ein cooles Outfit, das passt. Genau. Wie viele Schuhe hast du? Also ich sag mal, so die ich in der engeren Auswahl habe, die ich tatsächlich dann auch aktiv trage, würde ich sagen, sind so 50. Aber 50, krass. Ich habe vielleicht nochmal 50 irgendwo stehen, die aber dann vielleicht gerade nicht mehr so angesagt sind. Was ist bei dir? Das sind natürlich auch meine teuersten Schuhe, das sind diese Alexander McQueen, die Hose ist von Zara. Was steht da hinten auf den Socken drauf? Kann ich bei Decker nur in Frankreich gekauft, weil ich keine Socken mehr hatte auf der Reise. Das Shirt ist von einem Kollegen aus dem Laden, das ist kein echter Chanel-Shirt. Ach, das ist gar kein Chanel-Shirt. Die Jacke ist von Neighborhood, hat glaube ich auch 300 gekostet, also all in all. Geht das noch, es hält sich noch in Grenzen. Das Lustige wäre jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel Outfit tauschen, ich glaube, das sieht sehr cool aus. Ja, aber das könnte auch vielleicht passen. Ich glaube, Hose halten wir jetzt erstmal an der Stelle, aber... Ja, hab ich. Boah, das sieht aber gut aus, das steht hier. Ich habe ja früher mal Judo gemacht. Ja, das passt. Ja, aber so offen, offen ist cool, oder? Steht dir besser. Ja, darum habe ich ja gerade gesagt. Hier sind eine Menge Leute, Leo. Das erste Segment ist de facto abgedreht. Kai wurde, glaube ich, von der wilden Meute gefressen. Leipzig ist hungrig, man sieht es. Jetzt geht es aber noch ganz interessant weiter. Und zwar machen wir eine kleine Dating-Show. Und ich darf Leute miteinander verkuppeln, die ihre große Liebe suchen. Und ich glaube, da sehe ich mich auch drin. Kai hat selber gesagt, hör mal, du machst das gut. Ich sehe dich darin, Leuten Glück zu bereiten. Ich habe immer das Gefühl, als wäre ich eigentlich nur dafür, der Leuten eine Menge Ohrenschmerz und, ja, weiß ich nicht, Stresslevel. Depression zu bereiten. Depression ist das Wort, danke dir, Depression zu bereiten. Aber scheinbar mache ich irgendwas mit einem Good Cause, was ich bis jetzt noch nicht wusste. Ich hoffe nur, dass die gute Kollegin Katja sich mittlerweile... Die pennt einfach noch, Bruder. Die ist einfach raus aus dem Leben. Schaut auf jeden Fall mal bei Kai auf Instagram vorbei. Also hier überall Kais Instagram-Tag. Wirklich ein super, super sympathischer Typ, dem wir auf jeden Fall echt eine Menge zu verdanken haben. Der super offen mit unserer Szene, mit uns als Content-Creatern umgeht und uns immer wieder ins Boot holt und immer wieder Zeit und Bock hat, mit uns was zu machen. Mega geil, feiere ich sehr, deshalb gönnt da auf jeden Fall mal Support rein. Jetzt, meine Freunde, jetzt wird gedatet. Yeah. Ausrufezeichen Prime. So, jetzt gleich ist mit der Dating-Show weiter. Kai, du musst weiter, du hast noch eine Menge zu tun. Hey, danke dir wirklich. Hat viel Spaß gemacht, vielen Dank. Ja, und wir sehen uns ja eh nochmal zu deinem Heiratsantrag. Oder spätestens halt, das ist ja noch gar nicht public, bei dir. Ne? Ja, genau, wer weiß denn sowas. Ne? Richtig, genau, da bin ich mit Trimax. Vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Und wir machen jetzt gleich weiter, Leute, mit der Dating-Show. Jetzt weiß ich, warum Kai das so lange gemacht hat. 18 Jahre seines Lebens. Liebe ist einfach nur schön. Perfekt. Super. Es ist schade, dass Katja nicht da ist, denn sie hat mir gerade geschrieben um 13.42 Uhr. Hat sie geschrieben, bin gerade das Wasser und jetzt dieses Memo. Ja, ich wäre in der Stunde, könnte ich. Also da wäre ich fertig. Katja, also... Wenn nicht, dann dich. Gut, haben wir das auch geklärt? Ich glaube, das macht dann keinen Sinn. Also können wir Katja noch für irgendwas gebrauchen? Für viele Dinge. Zum Dreh weiß ich nicht. Wonga. Dann gehen wir erstmal weiter. Ja, was? Heute treffe ich hier in Leipzig jemanden, der schon seit den 90ern Herzen in der ganzen Nation verteilt hat. Heute treffe ich Kai Pflaume. Ich habe gerade lesen gelernt, endlich. Das Ding ist, ich habe meine Nase komplett zu, deshalb knässe ich so. Und ich habe eben scharf gegessen, das heißt, mein Hals ist angeraut. Also eigentlich die perfekten Voraussetzungen, um einen langen Fließtext fehlerfrei vorzulesen. Schkett! Jetzt kannst du sagen. Jetzt ist meine Aufgabe, die Straße zu gehen. Das ist der schwierigste Part an diesem Job. Nee.
gut, also für mich haben wir es. Ja, für mich auch. It's a frapp. Geiles Musikvideo, Jungs. Ja, geil gemacht. Gut gemacht. Walking to Leipzig. Geiles Stock-Footage, Alter. Geil.